Recht herzlich willkommen zur 103. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier drinne und müssen jetzt gucken, dass wir da hinten wieder hinkommen. Dafür würde ich jetzt fast sagen, sollten wir gucken, dass wir hier irgendwo dieses Ding erstmal wieder eigentlich drehen, ne? Warte, das war da falsch, sondern hier machen. Add Manöver und dann müssten wir eigentlich als erstes schauen, dass wir... Welcher ist denn das? Ich glaube der, ne? Aber falsche Richtung. So. Kommen wir denn dann dahin? Also, dahin ist ja schon unser Encounter nach Körben, oder was? 674. 674. Warte mal, da müssten wir den jetzt einfach hier nochmal ein bisschen korrigieren. Das mehr oder weniger mehr, das also andersrum zu ziehen. Das müssten wir da hin, ne? Ja, ich würde jetzt fast sagen, das ist unser Ziel. 1120 Meter die Sekunde ist das aber zu schaffen, das ist die Frage. Wie viel haben wir denn noch? 579 Meter. Das würde also nicht reichen, glaube ich, ne? Ja, das sieht dann wieder mal schlecht aus, ne? Wie weit würden wir kommen? Das ist die Frage. Warte mal, lass mal den weg nochmal machen und lass mal einen neuen machen. Und Add Manöver und wir machen einfach nur Gas. Kerbin auf 24.000. Und 20.000. 579 haben wir, ne? Ist das jetzt hier der Kerbin Apoapsis? Ach, das sind Millionen, ne? Dreitausend Meter und oder 1,4 Millionen, sagen wir es mal so, ne? Ist wieder weg. Was haben wir da? 2,3 Millionen. 3 Millionen. 11. Jetzt müsste man gucken, dass man das da irgendwie so sauber noch hinkriegt, ne? Das war zu viel des Guten. 5 Millionen. 11 Millionen. 2,8 Millionen. Dafür sind wir jetzt hier unten ziemlich... ...3,6. Kommt es vor, als ob wir da erstmal hin müssen. Ja. Und ich denke mal, wir können das einfach so jetzt hier steuern. Aber wir brauchen nur so ausrichten, ne? Prograde. Und einfach Gas geben und dann geht's los, oder? Irgendwann kommt er dahin. Ist das schon so? Ich glaube schon, ne?
Wie viel haben wir noch? 374 ist noch einiges. Vielleicht mal Glück und kriegen das nachher noch hin. Gut. Lassen wir weiterlaufen. Ich glaube, das Manöver können wir löschen. Hätte ich auch da löschen können. Habe ich ja gelernt, ne? Danke nochmal an die Jungs. Und ich glaube, wir machen einfach einen Time Warp. Verlassen hier die Umlaufbahn. Das ist auch interessant. Wir fliegen nach da weg und sind dann aber da drin, ne? Krass, oder? Schaltet da um. Und alles ist gut. Und jetzt fliegen wir zum Dingens zurück. Ich glaube, wir fliegen da lang, ne? Wenn wir jetzt hier nochmal Add-Manöver machen und einfach langsamer werden, dann müsste es doch schon klappen, oder? 1,4 Millionen. Ups. 374, 186. Sieht gut aus, oder? Stopp. Ich würde jetzt einfach sagen, das machen wir, oder? Ja, wir hätten vielleicht mal gerade die Zeit runternehmen sollen erstmal, ne? Dann können wir auch steuern und so. Wieder gut geklappt, ne? Ne, da ist egal gewesen, wie rum. So. Passt, oder? Brauchen wir jetzt nur brennen und dann wird er irgendwann so klein sein, dass es passt, oder? Millionen, 1,3 Millionen. Wie viel sind wir denn jetzt? 400.000, 300.000, 200, 100. Stopp. Ich glaube, so reicht es erstmal. Ja, das wäre jetzt hier 40.000, ne? Bremsen wir dann so stark ab, dass das reicht? Gute Frage, ne? Wie viel... Oh, ein bisschen Sprit hätten wir sogar noch. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wir bremsen dann lieber, machen lieber hier kleiner, oder? Sonst ist es eine harte Landung, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Müssen wir mal schauen. Das ist halt 40.000. Ich glaube, wir kommen da runter. Ich mache das jetzt so. Fliegen wir mal los. Oh. Geht doch recht zügig rüber dann. So. Noch ein bisschen schneller. So, und dann müssen wir mal gerade reingucken. Wir haben hier noch so eine Stufe, die können wir jetzt, glaube ich, absprengen dann, ne, oder? Machen wir gerade dahin. Wenn ich den da hinten jetzt noch kleiner haben will, ne? Wie muss ich dann hier bremsen? Ach, muss ich das haben? Nein, ich glaube nicht. Wir werden uns das gleich hier... So, das ist Flugrichtung. Das heißt, ach, da geht es wieder nicht weiter, ne? Da ist Kerbin und wir fliegen da drauf zu. Ja, nicht ganz, ne? Ah, wir sind noch einen Schritt zu schnell, deswegen kann ich nicht drehen. Alles klar, so, das ist unsere Richtung. Und da kommen wir hin. Wir müssen jetzt aber andersrum ausrichten. Und dann gucken wir weiter, oder? So, ich habe was vergessen.
Na, da geht der Dralo aber mehr richtig in den Hintern treten. Ich habe die Science nicht mitgenommen. Ja, schade, ne? Das ist halt so. So ist er halt, ne? Ich habe die Science nicht mitgenommen. Auch gut. Dann ist die jetzt am Mond geblieben. Okay. Zurückfliegen können wir jetzt leider nicht mehr. Ja, zack. Time Warp nochmal rein, oder? So, wir sind in der Atmosphäre. Und sollten jetzt gucken. Segeln wir da durch oder stürzen wir runter? Das ist die Frage, ne? Ich spreng's ab. Wo ist denn das hin? Da. Ja, wir sind auf 50.000. Geschwindigkeit ist natürlich viel, ne? Oh, oh, ziemlich schnell sind wir hier drin, ne? Aber ich glaube, das geht, ne, oder? Oder geht die gleich kaputt? Ah, diese Hitzedinger sind schon extrem, ne? Geschwindigkeit wird aber auf jeden Fall weniger. Ich will hoffen, dass das Hitzeschild und so, dass uns hier nicht kaputt geht. Jetzt ist der weg, das heißt, entweder ist gleich vorbei oder es wurde schon wieder wärmer. Kälter. Kälter, ne? Oh, sieht schick aus. Der ist 14 Kilometer weg. Wir sind auf Höhe 37. Wie sieht es denn hier so aus? Kommt der so weit runter? Oder sind wir eher durch? Nee, das wandert noch. Ja, da sind wir auf jeden Fall runter gleich. Ja, gut. Meter. Ah, das Hitzesymbol ist weggegangen, wird wohl alles gut sein, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo... Ah, da unten ist Kerbin, alles klar. Und wir landen dunkeln, oder was? Ja. So, ich glaube, jetzt werden wir rapide langsamer. Ja. So hoch konzentriert, ne, bei dem Einsteigen da, dass ich die Science nicht mitgenommen habe, ne? Naja. Schlimm gelaufen. So. Höhe 27.000 sieht so ein bisschen nach mehr aus, das unter uns ist, oder? Kann das sein? Ja. 25.1. Ja, ich glaube, wir haben hier keine Gebirge, sondern Wasser unter uns vielleicht, ne? Ja, kriegen wir hin. Ich sehe nur nichts. Weil wieder mal dunkel. Noch dürfen wir nicht rausspringen. Ah, jetzt wird er gerade gelb. Jetzt wird er längens. Gut. 17.000 Meter hier auch. Ja, ich glaube, wir sind über Wasser dann, ne? Machen wir einen schneller hier. Oh. Okay.
Da kam noch eine Warnmeldung dafür. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und ich glaube, jetzt schmeißen wir ihn raus. Da ist das Schirmchen und da ist Wasser. So, ein bisschen langsamer segeln. Oder? Ach komm. Können wir den jetzt noch hier machen, wa? Aber da gibt's nichts. Ja, dann. Läuft nicht, ne? Doppelten Time Warp gerade. Meter noch, dann haben wir es geschafft. Hundert, 50, 20, 10. Ja, und er duscht. Ja, ist gelaufen, ne? Kann man ja anders sagen, oder? Hier gibt es ein bisschen Science. Transmitter Sequence will render this module. Da ist ja nichts drin, oder? Haben wir hier noch ein Thermometer irgendwo dran? Ja, da. Und das andere ist auch noch da. Aber hier gibt es nichts, ne? Nö. Haben wir hier wohl schon mal gemacht, oder was? Aber hier, das geht. Barometer. Zack. Gut, okay. Dann können wir das Vessel eigentlich recovern. Mehr war ja nicht dran, oder? Nee. Ist unsere Mission durch? Haben wir es geschafft, ne? Er ist da. Das ist schon mal was. So, ein bisschen Science haben wir hier gekriegt. Die großen Science-Punkte haben wir da oben gelassen wahrscheinlich. Ja, müssen wir dann überlegen, was wir da machen, ne? Gut, dann würde ich sagen, klicken wir hier gerade noch ein bisschen durch. Der ist dazugekommen, der Demisa Desbless. Das ist schon mal gut. Und ja, nächstes Mal schauen wir dann, was wir dann machen. Ne? Also wir haben da noch irgendwo eine Sonde Richtung Luna oder was das war. Die können wir mal dann angucken und eine neue Rakete bauen und überlegen, was wir machen. Schauen wir mal. Ein paar Tipps und dann werden wir es machen. Alles klar, bis dann. Ciao. Danke fürs Zuschauen.